Hey und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute mal wieder mit einem, wer hätte es gedacht, Slime-Video. Der Slime, den wir heute herstellen werden, ist eigentlich von den Zutaten her wirklich sehr simpel. Also ich habe hier einfach nur ein bisschen Kleber, Kontaktlinsenlösung, Natron, Acrylfarben und Rasierschaum. Das Ding ist allerdings, dass ich wirklich einen extrem fluffigen Slime herstellen werde. Und mit extrem fluffig meine ich wirklich extrem fluffig. Ich habe super viel Rasierschaum gekauft. Das sieht, glaube ich, gar nicht so viel aus, wie es eigentlich ist. Also das sind insgesamt 1 Liter. Das heißt ungefähr das 10-fache von so einer kleinen Packung. Und da ist schon, Leute, wirklich extrem viel Schaum drin. Auch wenn es vielleicht nicht so aussieht. Aber ich denke mal, unser Slime wird wirklich sehr fluffig. Deswegen habe ich auch hier extra 1 ganzen Liter Kleber gekauft. Ich hoffe einfach, dass der Slime wirklich richtig groß wird. Deswegen habe ich hier auch noch so einen großen Bottich. Mal schauen. Ja, wir werden sehen. Ich bin sehr gespannt. Ich weiß selber noch nicht genau, wie viel Rasierschaum das jetzt wirklich ist. Aber ich würde sagen, wir starten einfach mal. Ich möchte jetzt noch 3 von euch grüßen. Das sind die 3 Kommentare, für die ich mich heute entschieden habe. Ganz, 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 ganz liebe Grüße an euch 3. Genau, jetzt starten wir und ich würde sagen, let's go. So, ich habe mir das Ganze jetzt wie folgt vorgestellt. Und zwar werde ich jetzt den kompletten Kleber in die Schale geben, daraus erstmal einen Slime anmischen. Und erst wenn der Slime wirklich fertig ist, werde ich unseren kompletten Rasierschaum dazugeben. Einfach, also ich glaube, das ist halt ein bisschen umständlich, aber bei so einer großen Menge an Rasierschaum ist es, glaube ich, einfach trotzdem ein bisschen einfacher, den Schaum halt erst später dazuzugeben. Und am Ende werde ich das Ganze dann nochmal einfärben. Also, ja, wir starten jetzt einfach mal damit, den Kleber in unsere Schale zu geben. Das ist übrigens weißer Bastelkleber. Okay, und den gebe ich jetzt einfach wirklich hier komplett rein. So, Freunde, das ist irgendwie ein kleines bisschen mehr Kleber, als ich mir vorgestellt hatte. Also, unsere Schale ist wirklich voll. Ich habe halt ein bisschen Angst, dass ich zu wenig Kontaktlinsenlösung mal wieder habe, aber ich denke mal, das wird schon klappen. Ich gebe jetzt erstmal ein bisschen Natron dazu. Davon gebe ich diesmal auch wirklich ein bisschen mehr dazu, einfach weil wir halt einfach super viel Kleber haben. Also rein damit. Okay, ich glaube, das müsste erstmal reichen. Und zu guter Letzt noch die Kontaktlinsenlösung. Ich gebe die jetzt einfach nach und nach rein, weil ich noch nicht genau weiß, wie viel ich davon jetzt brauche. Aber es bildet sich schon langsam ein Slime. Leute, mein Arm tut einfach schon nach 2 Minuten weh. Hilfe. Unser Slime ist jetzt so gut wie fertig. Allerdings, also der klebt jetzt schon noch ein kleines bisschen an den Händen. Deswegen gebe ich da jetzt noch ein letztes Mal Kontaktlinsenlösung rein. Und drehe das Ganze jetzt nochmal gut um. So, unser Slime ist jetzt fertig. So sieht er aus. Ich muss sagen, der ist viel größer geworden, als ich es irgendwie erwartet hätte. Und allgemein von der Konsistenz ist der auch super schön glossy. Ich habe allgemein schon richtig lange keine Slimes mehr aus weißem Bastelkleber hergestellt. Aber ich muss sagen, der ist echt nice geworden. Nice. So, jetzt kommen wir aber zu dem Hauptteil und zwar habe ich mir das jetzt ein bisschen anders überlegt. Ich schnappe mir hier als erstes mal meinen riesigen Bottich bzw. meine Plastikaufbewahrungsdose. Kein Plan. Da werde ich jetzt nämlich erstmal wirklich unseren kompletten Rasierschaum reingeben. Den Rasierschaum werde ich dann einfärben mit unseren Acrylfarben und dann gebe ich erst den Slime dazu. Ich weiß nicht, ich fand das irgendwie so am besten und deswegen machen wir das jetzt einfach mal so. Und jetzt würde ich sagen, starten wir einfach mal unseren Rasierschaum hier reinzugeben. Und Leute, man sieht mich irgendwie hier fast gar nicht, aber ich hoffe, das stört euch jetzt nicht. So, einmal gut durchschütteln und rein damit.
Ich glaube, das kann jetzt auch erstmal ein bisschen dauern, deswegen spiele ich euch das einfach mal im Zeitraffer ab. Leute, es ist einfach jetzt schon ein Viertel von dieser Box voll, deswegen, das kann echt funny werden. So, die erste Packung wäre dann auch mal leer. Wow, ich bin echt gespannt, wie viel Schaum das wird, weil Leute, hier passt halt gefühlt gar nichts mehr rein. Egal. Oh. So Leute, ich bin hier übrigens auch schon bei der dritten Packung an Rasierschaum angekommen und Leute, der ist erstens orange, was ich richtig cool finde und ihr glaubt nicht, wie geil das riecht. Das riecht einfach nach Pfirsich-Eistee. Ich rühre mal unseren Rasierschaum einmal gut um, einfach damit ich hier ein bisschen mehr Platz in dieser Dose bekomme. Und jetzt kommen wir auch schon zu der letzten Dose, Leute. Und da ist auch nochmal wirklich sau viel drin. Also, let's go. So, wir sind nach gefühlt 10.000 Jahren auch mal fertig. Also, wie man, glaube ich, unschwer erkennen kann, der komplette Bottich ist einfach voll mit Schaum. Den, würde ich sagen, färben wir jetzt einmal schnell ein. Ich habe hier drei verschiedene Acrylfarben, einmal ein Lila, dann so ein Pastellrosa und ein Pink. Ich würde sagen, wir geben einfach von allem ein bisschen dazu und schauen einfach mal, welche Farbe das dann am Ende haben wird. So sieht das Ganze jetzt aus. Das drehe ich jetzt einmal gut um. Ich denke mal, super gut werde ich das eh jetzt nicht verrühren können, aber ich gebe einfach mal mein Bestes. Okay, ich brauche auf jeden Fall viel mehr Acrylfarbe. So, das müsste jetzt, glaube ich, erstmal reichen. Deswegen kommen wir jetzt zu unserem Slime. Ich weiß halt gar nicht, wie ich das jetzt machen soll. Ich glaube, ich packe den da jetzt einfach oben drauf und fange einfach mal an, das Ganze zu vermischen. Ich hoffe, ja, das Ganze klappt, aber wir werden sehen. So, rein damit. Und jetzt wünscht mir einfach Glück, Leute, weil ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass hier raus ein Slime entsteht, weil das ist einfach so viel Schaum. Aber wir werden sehen. So. Was mache ich hier? So, Freunde, ich habe diesen Slime wirklich eine gefühlte Ewigkeit umgerührt und durchgeknetet und in der Zwischenzeit auch noch Kontaktlinsenlösung und Natron dazugegeben. Ich glaube, das ist jetzt halt wirklich das fertige Endergebnis. Der Slime, ich wünschte, ihr könntet den alle mal anfassen. Der fühlt sich wirklich an wie eine fette Wolke und ich glaube, so sieht der auch wirklich aus. Ja, das einzige Problem ist, dass der komplett an den Händen klebt. Ich glaube, das kann man auch ganz gut erkennen, aber ich glaube, das lässt sich bei so viel Rasierschaum einfach nicht vermeiden. Trotzdem fand ich dieses kleine Experiment super cool. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr mehr solcher Videos sehen möchtet. Eine Frage hätte ich jetzt allerdings noch an euch und zwar, hättet ihr Bock, dass ich diesen Slime jetzt ungefähr so eine Woche stehen lasse, sodass sich hier so eine komplette Kruste bildet? Und euch dann nochmal ein Video abdrehe, wo wir diese Kruste dann kaputt machen. Also ich glaube, ihr kennt bestimmt diese Eisberg-Slimes, wo man dann oben diese Kruste kaputt machen kann. Ich finde, das sieht einfach immer so cool aus. Ich habe sowas noch nie gemacht, deswegen, ja. Lasst mich das gerne wissen, schreibt es in die Kommentare. Lasst dem Video gerne ein Däumchen nach oben da, falls es euch gefallen hat. Abonniert gerne meinen Kanal, schaut bei Instagram vorbei. Und dann würde ich auch schon sagen, bis zum nächsten Mal und ciao!